Hallo meine Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Minish Cap. Wir müssen noch mit dem letzten, mit Swingle, okay, ein Fragment verein und damit den letzten Baum öffnen. So, wenn man das so sagen kann. Ich glaube schon. Zack. Sehr nice. Der letzte Baum ist geöffnet. Da gehen wir, nachdem wir hier oben in dem Haus drin waren, rein. Ich weiß gar nicht mehr, was hier genau war. Ein Minish natürlich, aber was macht der? Gucken wir mal. Waren wir da nicht schon? Nee. Es kann nicht sein, dass wir schon offen hatten, aber... Jetzt mal for real. Ich glaube, da ist gar nichts so Wichtiges drin. Wir gucken trotzdem gleich nochmal nach. Vorsichtshalber natürlich. Und das war's dann erstmal. Wir hatten jetzt gerade gar nicht mit dem Dings geredet. Verdammt. Mit dem Minish. Das ist natürlich jetzt mein Fehler. Aber egal. So. Hallo. Geld. Ja, das bewahren wir uns im Hinterkopf, falls wir nochmal irgendwie Geldprobleme haben sollten. Was ich nicht glaube. Aber gut. Gehen wir in die Stadt? Wir gehen in die Stadt. Gucken hier nochmal, ob irgendwer Fragmente vereinen möchte. Hey. Guten Tag. Hier kann man die Magnus-Schwertfiebe vom Meister Magnus bestellen. Viele wertvolle Tipps für Abenteuer zum Sonderpreis von 200 Rubinen. Ja, klar. Vielen Dank für deine Bestellung. Es muss bald da sein, also frag ab und an mal bei uns nach. Okay. Wenn wir schon alles machen können, dann machen wir auch alles. Würde ich sagen. Doch, doch. Hallo. Okay. Bist du nicht eigentlich wieder oben in deiner Stadt, in deinem Volk? Hm. Okay, wir rennen ja auch gleich nochmal als Minish lang. Weil hier haben wir auch noch ein bisschen was zu erledigen, als so herzteilemäßig und so. Der Typ hier ist weg, okay. Hallo, hallo, hallo. Keiner will vom Ente fein. Mann, warum denn nicht? Hm. Okay, so, jetzt klappern wir nochmal die ganzen... Hausminisch-Dingens-Appe. So, Appe. Hm. Ab. Irgendwas wollte ich gerade sagen. Egal. Ja. Und holen uns noch ein Herzteil. Warte, nein, wir müssen... hier lang. Erstmal. Du willst kein Fragment verein? Okay. Dann nicht. Dann nochmal hier oben zu dem Minish. Hallo? Nein. Nein. Du hier hinten vielleicht? Nein. Okay. Gut. Da unten ist noch das Feuer angewiesen. Jetzt nicht mehr, Alter. Das ist Magie. So, hier hatten wir auch gerade... Nein! Oh, jetzt muss ich die... Jetzt muss ich die Krüge da drin noch zerstören. Als ob... Als ob. Das ist krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Habe ich gar nicht drauf geachtet eben. Ich habe nur gesehen, oh, da oben ist was. Okay, ich kann Regale bewegen. Hm. Gehe ich da gleich mal als Minish rein. Kann ich sie ziehen? Nee, kann ich nicht. Kann ja auch nicht zwischen, ne? Nee. Gut, dann bleiben die echt zerstört? Ja. Ha. Krass. Hätte ich jetzt nicht erwartet, ey. Ups. Aber okay. So. Dass sich hier aber auch niemand wundert, so. Von wegen, hä, war hier nicht gerade noch irgendwer? Wo ist der auf einmal hin? Nee, gibt's nicht. Wundert keinen. Stört niemanden. Ist eigentlich jedem egal. So. Erstmal alles hinschieben. Hier oben wird bestimmt wer Fragmente verein. Oder gibt uns irgendwas oder so. Hallo. Willkommen. Willkommen in meiner neuen Bleibe. Ein neues Haus ist, ist schon toll. Ich wollte sowieso ein neues Zuhause, deshalb bin ich besonders froh. Okay, Fragment. Davon haben wir so viele Fragmente. Heilige. 25 von diesen grünen Fragmenten noch, ey. Okay, ich glaube, hier kommt auch wieder ein Blatt hin. Ja. Nice.
Wohin das führt? Weiß ich gerade gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich bin gerade überlegen. Bestimmt auch nur zu irgendwie Muscheln oder ein Fragment oder so bestimmt. Kein Fragment, schade. So, ach, die Katzen sind weg. Okay. So, und hier war noch ein Herzteil drüben, Leute. Komm hier aber auch echt erst mit dem Greifmantel hin. Damit fehlen uns gar nicht mehr so viele, ne? Was war hier nochmal? Nichts. Okay. Wir müssen, glaube ich, eh nochmal zu Lextra und so, ne? Weil da ja noch irgendwas eingefroren war, glaube ich. Oder? Boah, ich bin mir gerade echt nicht sicher. Naja, gut, wir... Was machen wir jetzt? Weiter in der Stadt rumwürsteln, ja. Das machen wir, das stimmt. Wir haben nämlich noch einiges hier zu erledigen. Einiges! Wir müssen auch noch das Hühnerspiel machen, aber ich glaube, das mache ich echt als fast letztes, sag ich mal. Aber wir können hier noch ein bisschen als Minish rumlaufen. Das Küken da oben ist auch weg. Mit dem konnte ich zum Beispiel jetzt gar kein Fragment vereinen bisher. Ha. So, war hier unten denn noch irgendwas, was ich machen konnte? Oh, bitte lass mich hier durchkommen. Nein. Ich muss den ganzen Weg wieder... Dauert noch ein bisschen, Leute. Gleich bin ich fertig. Ich bin da. So. Erstmal hier gucken. Hallo? Hallo? Niemand. Okay. Ich glaube aber auch, dass ich hier drin gar nicht gucken brauche eigentlich, weil hier so gut wie niemand ein Fragment vereinen möchte. Oder? Also wenn die hier jetzt alle auch kein Fragment vereinen wollen, dann belasse ich es dabei. Und denke mal, dass hier keiner sonst ein Fragment vereinen will von den Minish, die hier oben sind. Nee. Okay. Dann belasse ich es dabei. Dann müssen wir hier als Minish, glaube ich, auch nichts mehr so weit machen. Müssen noch in die Schule einmal. Oh, ich kann hier nochmal nachgucken, ob er ein Fragment vereinen will, ne? Nee. Nee. Ja. Hallo. Nein, falsch. Nein, zu weit. Ah. Micha. Ah. Ah. Okay. Da ist jetzt ein Feld gekommen, wodurch wir jetzt in diese Höhle reinkommen. Will Meister Magnus vielleicht ein Fragment vereinen? Ich glaube aber nicht, oder? Nein, okay. Ich glaube, Schwertmeister haben wir jetzt auch schon fast alle. Bis auf den, glaube ich. Hier haben wir nichts. Der wirklich unsere Aufladezeit von unserem Schwert nochmal verstärkt. Aber in dem Sinne, dass es halt, für die Wirbelattacke ist schneller auflädt. Jetzt will hier keiner mehr ein Fragment vereinen. Hier auch nicht, okay. Ich gehe aber nochmal kurz raus. Und die vielleicht? Nein. Weil ich gerade nicht weiß, ob hier wieder, vielleicht wer irgendwas war. Abgesehen von den Küken. Ach, hier oben ist gar nichts mehr. Oh. Die Küken wollen kein Fragment vereinen. Definitiv nicht. Sonst würden die mir, glaube ich, nicht so wehtun. Ha. Hab mich schon ein bisschen verletzt, ne? Naja, gut. Was haben wir denn jetzt noch? Hier ist niemand mehr. Hier drin, da müssen wir nicht rein. Das können wir ignorieren. Die Lady hier ist auch weg. Will der hier vielleicht? Ich glaube, die wollen hier drin aber auch kein Fragment vereinen, ne? Nee. Okay. Die Lady ist auch weg da oben. Ist schon wieder eingeschlafen. ich glaube, die da drin auch nicht. Der Postbote eigentlich könnte vielleicht noch, ich weiß es nicht. Da müssen wir auch nicht rein. Wer ist nicht hier drin vielleicht? Ne, die auch nicht.
Ich weiß halt echt nicht, wer alles ein Fragment vereinen wollen würde, wer nicht. Also, es gibt zwar eine Liste, aber die ist halt immer nur Dungeon-spezifisch. Und ich glaube auch nicht komplett aktuell, also nicht hundertprozentig sicher, so vom Sinne, ja, definitiv kannst du dann und dann da mit dem Fragment vereinen. Kannst auch anderweitig mit Leuten Fragmente vereinen. Wir kommen nicht mehr in die Bibliothek? Wie mies ist das denn? Das ist doof. Das finde ich nicht okay. Hallo? 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 Keiner? Keiner. Doch, sie! Sie wird ein Fragment vereinen. Ich hab's gerade gesehen. Haben wir auch. Edna! Hallo, Edna! Bist schon wieder ausgebrochen? Der Witz des Jahrhunderts, Alter. Noch eine Truhe, schön. Ah, wir kriegen hier... Ey, jetzt... ich werd gemobbt vom Spiel. Kriegen hier jetzt gerade momentan eher unnötige Fragmente, sag ich mal. Leider. Oh. Noch ein Fragment, okay. Und hier, Leute... brauchen wir wirklich alle vier Klone. Ein Herzteil. Okay, uns fehlen noch 10 Herzteile. Dann haben wir alle, Leute. Dann haben wir alle. Oh, ich merke gerade, hier in der Stadt ist ein ganz einfaches Herzteil. Was ist denn mit mir? Hä, warum habe ich das noch nicht geholt? Was? Ich bin der Main, Leute. Ich bin einfach ein Held. Ich bin einfach ein Held. Wir mussten die Glocke läuten, Leute. Wir mussten wirklich die Glocke läuten. Ja, das ist... ja. Mussten wir wirklich tun. Das ist kein Witz. Wir mussten es machen. Und ich feiere es. Es ist so gut. Das ist einfach nur witzig, ey. So. Jetzt gehen wir hier rein, Leute. In jeden einzelnen Baum. Das schaffen wir definitiv noch in dem Part. Das ist ja auch gar nicht viel, so. Und wir müssen hier jetzt alle Fackeln aktivieren. Also in jedem hier dieser Räume ist eine Fackel. Und dort seht ihr eine große Truhe. Ha. Was mag da wohl drin sein, Leute? Etwas, was ich, glaube ich, in diesem Spiel nie benutzt habe, aber jedes Mal dieses Spiel nicht ohne es beendet habe. Ich habe mir das Spiel, ich glaube, in dem Spieler, ich habe mir das wirklich immer geholt. Aber ich habe es nie benutzt. Nie. Weil, brauchst du eigentlich nicht. Aber es ist halt cool. Zack. Einfach so vom Himmel fällt eine Leiter, die den Boden durchbohrt hat und einen Eingang für uns entstehen lassen hat. Und ohne irgendwelche Stütze steht die Leiter natürlich auch perfekt. Bah, magischer Boomerang erhalten. Drücke den Knopf und gleichzeitig ein Steuerkreuz, um die Flugrichtung zu ändern. Ja, das war's. Das haben wir hier bekommen. Das ist der Gegenstand, den wir hier bekommen. Und ich habe ihn, wie gesagt, nie benutzt. So, jetzt erstmal hier hin. So, das ist doch das Einzige, was wir hier machen müssen, glaube ich. Oder machen können auch. Und ich glaube, hier ist ein Herzteil. Lol. Jetzt fehlen uns noch 8 Herzteile, Leute. Und eine Truhe. Wow. Mit Muscheln. Davon haben wir aber auch... Langsamer reden, Maxi. Langsamer reden. Davon haben wir aber auch, glaube ich, seit Ewigkeiten schon 999. Und mehr geht da nicht. So, ich glaube, der Wasserfall dort öffnet sich auch noch irgendwann. Aber wann, weiß ich nicht. Kann ich euch echt nicht sagen. So, was machen wir als nächstes? Ich glaube... wir gehen auf den Friedhof. Ja, wir gehen auf den Friedhof. Danach gehen wir nochmal oben zum Volk des Windes. Versuchen nochmal dort mit jedem Fragmente zu vereinen. Und
Ja, das war's. Dann noch, ach nee, Gongolberg fehlt dann noch, genau. Und das Tal von Tabanta. Das sind die einzigen Orte, die wir noch besuchen müssen. Und dann sind wir so weit fertig. Und hoffentlich haben wir dann alle Dings. Das war oben. War das links? Jetzt war links, glaube ich, ne? Und dann nochmal links. Genau, links. Wie vorher. Dann wieder oben. Rechts. Und... Oh, war doch gar nicht in deiner Hitbox. Die... Oh! Hey, die nerven, ne? Die nerven. So, gehen wir nochmal zu Boris. Hallo, du willst ein Fragment fallen? Das finde ich sehr schön. Ja, das finde ich. Aua. Gerade mein Mikrofon. Hand an meine... an mein Mikrofon gestoßen. Nice. Okay, da öffnet sich rechts das Dings, genau. Was anderes erscheint hier, glaube ich, auch gar nicht. Noch einiges zu tun, ne? Auch ein, also einiges einzusammeln auch. Hey, du willst kein Fragment fallen, okay. Das hat sich... Ach genau, das öffnet sich immer noch nicht. Aber sie will hier doch noch ein Fragment fallen, oder? Hoffentlich, komm. Hallo. Bitte, lass das Grab öffnen. Nein. Ach, da kommt noch ein Eingang. Stimmt. Bitte ein großer. Ich will da nicht jetzt mindestens rein müssen. Ja, da kommen wir so rein. Okay. Will sie nicht nochmal ein Fragment vereinen? Ich bin der Meinung, die will zweimal vereinen. Ja, lol. Komm, jetzt öffne aber. Ja, bitte, bitte. Öffne diesmal das Dings. Nein. Wann öffnet sich denn das Grab nochmal? Da ist, glaube ich, auch noch ein Herzteil drin. So, das ist das Problem. Willst du nochmal ein Fragment vereinen? Vielleicht will Boris ja auch nochmal vereinen. Okay, nee, das war's. Schade. Ja. Der hier unten will wirklich kein Fragment vereinen? Nee. Weißt du nicht. Ja. Mein Bruder treibt da Schabernack, ich weiß. Heißt der nicht sogar Schabernack? Nee, Schaber und Nack heißen die, glaube ich, ne? Stimmt. Gut, dann würde ich sagen, fliegen wir jetzt nochmal zum Tal des Windes. Und versuchen... Tal des Windes? Nein. Volk des Windes. Und reden da nochmal mit jedem. Beziehungsweise versuchen nochmal mit jedem Fragmente zu vereinen. Hallo? Nein. Nein. Hier hinten wer? Ja. Okay, Cumulus. Okay, das ist ein komischer Name. Aber okay. Da kommt eine Schatztruhe. Ich glaube, in dem Grab ist halt echt nochmal ein Herzteil drin. Aber das will halt keiner öffnen. Dann muss ich da doch... Ne, mit den Stiefeln bin ich ja schon gegengerannt, ne? Ich glaube, ja. Nein. Okay. Hier ist kein Mensch. Nein. Kommt die alte hier will nochmal. Ja. So. Komm, öffne das Dings für mich. Please. Nee, das öffnet's nicht. Dein Ernst. Oh, ich dachte gerade. Mann. Ich habe mich schon gewundert, warum das Grab nicht in dem Zentrum des Bildes ist. Schade. So, hier können wir die Flöte usen. Können wir nicht. Bis. Als ob ich jetzt echt nochmal... Oh. Da war ein Himmel, freier Himmel. Warum kann da denn nicht der Vogel zu mir fliegen? Warum? Warum ist das nicht möglich? Sag's mir. Oh. Gut, was machen wir? Hier geht's aber, oder? Danke. Gut, wir fliegen nochmal schnell nach hier.
gucken nochmal zu dem Minish. Ich weiß, der will irgendwann, der will ein Fragment vereinen. Ich weiß es. Ja, du hältst Augen und Ohren offen, ja, aber du willst ja nicht Fragment vereinen. Ich weiß doch, wo er ist. Aber sie will nicht. Was? Der Minish will nicht. Aber wir wollen hier hinten noch schnell einmal das, die eine Sache holen, die hier freigelegt wurde. Und danach ist der Part vorbei. Würde ich mal sagen. Au, oh, als ob der. Der hat ein Aimbot. Der hat ein Aimbot. Ist auch nur eine Wand, oder? Nee, hier ist nur eine Truhe mit 50 Rubinen. Wow. Ich bin ja begeistert. Gut, dann haben wir, Moment, ich nutze jetzt mal die Maus dafür. Haben wir den Bereich abgeschlossen. So gesehen, was Fragmente vereinen angeht. Den Bereich auch, genauso wie den. Hier waren wir. Hier waren wir. In der Stadt hat auch keiner mehr Bock. Hier auch nicht, glaube ich. Schloss sowieso nicht. Ist vielleicht auf der Dings. Hier waren wir auch. Wir könnten nochmal zu den Goron später gehen hier. Hier waren wir auch. Im Wald überall auch. Wir fliegen also in die Stadt. Denn dort hat sich ja noch ein Wasserfall geöffnet, den wir im nächsten Part erkunden werden. Und dann geht's ab zum... Ich glaube, ich mache als erstes Gongolberg. Gut, Leute, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!